Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream oder je nachdem wann ihr einschaltet Video zu Elder Scrolls Online. Heute haben wir einiges vor, es ist nämlich einiges an, ja, ich sag mal Patches und News passiert in der Zeit, wo ich jetzt nicht mehr Elder Scrolls Online gespielt habe und heute werden wir uns davon mal das ein oder andere anschauen. Was für alle am wichtigsten ist, erstmal, wenn ihr im Moment ins Spiel einloggt und bis zum 27. April spielen wollt, dann könnt ihr das mit ESO Plus. Im Moment kostenlos und das bedeutet, ihr loggt ein, geht in den Kronenshop, dann gibt es hier oben diesen Pokal. Ich weiß nicht, warum ich hier so Anzeigefehler habe. Hier müsste jetzt eigentlich ESO Plus stehen. Und dann könnt ihr hier sagen, kostenlose Probe. Und damit habt ihr dann bis zum 27. April auch, zack, die Vorteile von ESO Plus. Natürlich kriegt ihr keine Kronen dazu, ist ja klar, weil das ist ja nur eine Probe. Aber dadurch hat man halt andere Vorteile. Zum Beispiel die DLC-Zugriffe. Die kann man sich natürlich kaufen, wenn man genug Kronen hat, kann man die DLCs so haben. Aber jetzt habe ich halt auch Harrowstorm und so weiter, also auch die neuen, die man sich vielleicht noch nicht gekauft hat. Das also der erste Vorteil. Der andere Vorteil ist, theoretisch müsste ich jetzt wieder ganz viel Platz im Gepäck haben, wenn ich einmal hier auf den Handwerksbeutel drücke und dann wieder zurück. Oder hier oder da oder irgendwie so war da was. Verstauen. Ja, dann packt ihr die jetzt, glaube ich, alle in den Handwerksbeutel. So, und jetzt ist, glaube ich, alles sofort weg. Ja, 165 Plätze wieder frei, sehr schön. Damit kann ich auch wieder meine letzte Post abholen, weil da hatte ich keinen Platz mehr für. Und dadurch ist das Handwerksmaterial sofort alles im ESO Plus Beutel. Das ist super für mich. So, und ja, andere Vorteile sind halt, wie gesagt, wenn ihr das richtig abonniert, dass ihr Kronen bekommt. Und mit den Kronen könnt ihr natürlich hier im Store einkaufen. Im Store hat sich ein bisschen was getan in den letzten Wochen. Wir haben hier im Moment dieses Priester des neuen Mondes Set drin für 5000 Kronen. Und das ist natürlich für die interessant, die halt gerne verschiedene Rüstungssets haben. Man kann auch mal gucken, wie die dann aussehen. Ja, so sieht das aus. Das sieht also gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist halt von Elsweyr der Drache, damit den... Ah, ich will nicht die Story vorziehen, die Elsweyr noch nicht gespielt haben. Ne? Also das hat damit ein bisschen was zu tun. Und die Marianne Becker ist auch da. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. So, ansonsten ist natürlich wichtig, ab 18. Mai, ich glaube eine Woche später mittlerweile, kommt Greymoor auf Französisch. Die Sprachdateien kommen noch ein bisschen später, weil die durch Corona gerade nicht synchronisieren dürfen oder können. Und von daher, man muss so mit 25. Mai, glaube ich, rechnen jetzt mittlerweile. Aber dann kommt Greymoor. Und da ist auch eine gute Nachricht da. Greymoor ist schon auf dem Public Test Server. Also, wenn wir das hier jetzt gleich gespielt haben, den Prolog von Greymoor, können wir, wenn alles gut geht, heute vielleicht sogar noch auf den Public Test Server und uns Greymoor selbst angucken. Also Skyrim, das Gebiet, mal schauen, wie es aussieht. Ich bin schwer gespannt, ob wir es heute schaffen, wie lange der Prolog läuft. Ich versuche mich zu beeilen. So, und ansonsten denkt dran, ne, das Sammelpaket vom Harrowstorm ist immer noch drin. Noch kann man sich, bevor Greymoor erscheint, hier diesen Wolf, das Reittier, sichern und diesen süßen Schakal hier, wenn man es haben möchte. Und als Einrichtungsgegenstand gibt es im Moment noch immer hier diese Sitis-Statue. Und wenn ich ESO Plus habe, ja, seht ihr, das ist nicht das offizielle ESO Plus, schon kann ich es auch nicht holen. Ja, das geht also auch wieder nur mit dem offiziellen ESO Plus. Und ansonsten ist gerade mal wieder nichts Großes Neues drin. Aber das Schöne ist halt, Kronenkisten sind auch wieder mit vielen, vielen Inhalten drin. Also wenn ihr da noch was habt, was ihr dringend aus den Düstersporenkisten wollt, solltet da auch mal da reinschauen. Ich habe hier im Moment, zack, drei Stück von den Ouroboros-Kisten. Die habe ich von Twitch-Zuschauern und sowas. In den Ouroboros-Kisten ist nicht sowas Besonderes drin.
Fakroti kann die Glückshaut. Fakroti ist neidisch auf euer Glück. So, aber man kann die Sachen halt immer wieder verkaufen, die man aus den Ouroboros-Kisten kriegt. Und so kann man halt aus den Sachen sofort wieder Edelsteine machen. Und die kann man im Shop wieder, zack, dann schön eintauschen. Ich hatte eben 48, soweit ich das weiß. Jetzt habe ich 60. So, und das war es auch schon. Das war erstmal die generelle Übersicht, was ist neu, wann kommt Greymoor, und jetzt wollen wir natürlich auch den Prolog spielen. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, zu mir habt, zu meinem Kanal, zu irgendwas, dann schreibt es ruhig in den Chat hinein. Ich spiele im Moment relativ wenig Elder Scrolls, weil ich halt Star Wars The Old Republic und Herr der Ringe Online im Moment ein bisschen favorisiere. Das wird sich aber in nächster Zeit wieder ändern. Wenn Greymoor raus ist, werde ich Greymoor natürlich viel, viel, viel spielen. Dann muss ich natürlich da komplett alles erkunden. So, jetzt haben wir hier so eine Späherin, die steht hier rum. Und mit der reden wir einfach mal. Ihr da, ich überbringe eine dringende Nachricht vom Skaldenkönig. Eine Nachricht vom Skaldenkönig? Ja, Jorun, Großkönig des östlichen Himmelsrand. Er betonte ausdrücklich, dass ihr es sein müsst, auch wenn er mir nie verraten hat, warum. Er hat in diesen Dingen ein besonderes Gespür, schätze ich. Wie dem auch sei. Er will, dass ihr euch mit seiner besten Kriegerin trefft, um ihr bei einer dringenden Angelegenheit zu helfen. Wer könnte das denn sein? Eine dringende Angelegenheit? Hat er sonst noch was gesagt? Und nur, dass sie in der Stadt auf euch wartet, bei der Kriegergilde. Es ging um irgendein Komplott, das nicht nur Himmelsrand, sondern womöglich ganz Tamriel bedroht. Werdet ihr mit der Kriegerin des Skaldenkönigs sprechen? Na klar, ich gehe zur Kriegergilde und rede mit der Kriegerin. So, und damit die Zirkelverschwörung. Das ist die Prolog-Quest und ich bin mal gespannt, was es da für eine Verschwörung gibt. Generell werde ich mich jetzt auch parallel in die Dungeons eintragen oder in das Dungeon eintragen, was ich noch nicht gemacht habe. Wir können nämlich hier bei den Eigenschaften mal kurz gucken. Ich habe da ja Harrowstone schon mal einen Dungeon durchgezockt. So, und da seht ihr hier, betretet Icecap, das habe ich generell gemacht. Und dann hier Icecap-Überwältiger. Also Icecap ist durch. Ne? Wir müssen jetzt halt noch in das unheilige Grab hinein. Da seht ihr das hier. Und dafür trage ich mich jetzt ein für die normale Version. Das heißt, wenn wir die Prolog-Quest jetzt spielen, kann es zwischendurch passieren, dass wir auch noch ein Dungeon machen. So, dann nehmen wir natürlich ein ganz spezifisches und nur ein einziges, nämlich, ja, jetzt, das unheilige Grab, da ist es. So, das nehmen wir und guck mal, ob wir da heute reinkommen. Wenn nicht, ist nicht schlimm, wir haben ja viel Prolog-Quest vor uns, wir haben auch ein PTS Greymoor, also zu tun haben wir genug. So, dann suchen wir doch mal die Kriegerin des Skaldenkönigs. Wo könnte die denn sein? In der Kriegergilde, das ist der Turm da. So, zu meinem Charakter ganz kurz. Ich bin Champion Level 481, steht oben hier in der Wicked Toolbar drin. Ich habe also sozusagen bis jetzt nicht bis zum Ende gelevelt, weil ich immer nur die Story-Quests mache und nur einmal in einen Dungeon gehe. Also ich mache ganz wenig EP nebenbei und dann ist man halt nur 481. Dann schafft man es halt nicht auf das Max-Champion-Level. Das ist aber auch jetzt lange nicht erhöht worden. Man könnte sich jetzt drum kümmern, aber muss ich nicht. So, findet die Kriegerin. Die müsste jetzt irgendwo tiefer sein. Das heißt, ich gehe mal rein. Theoretisch müsste sie drinne sein. Ist sie unten oder nicht? Ja, da steht sie. Lyris Titanenkind. Nun geht's los. Entseelter? Ihr seid die Hilfe, die der Skaldenkönig versprochen hat? Plötzlich habe ich das Gefühl, dass unsere Chancen wesentlich besser stehen. Trotzdem ist diese Bedrohung größer, als König Jorun sich das vorgestellt hat. Die kennt mich noch, Entseelter. Das war lustig. Die ganze Hauptquest habe ich ja mit ihr gemacht. Und, der Thomas hat eingeschaltet. Gleich schon Nacht, sagt er. Ja, aber schön, dass du da bist. Hauptsache mal dabei. So, aber es ist ganz interessant, weil wenn man ganz frisch zu ihr geht, ohne einen Charakter, den sie kennt, dann erzählt sie uns ein bisschen mehr. Hier sagt sie jetzt sofort, ich kenne dich, ne, Entseelter, dann haben wir ja gute Chancen. Mit der habe ich ja schon einiges geschafft.
Was ist denn die Bedrohung überhaupt? Der Eiskapp-Zirkel. Hexen, die direkt vor dem gewaltigen Riechkolben des Galgenkönigs ihr Unwesen treiben. Und das ist nicht nur der übliche Unfug im Rake. Dessen bin ich mir sicher. Ich muss das näher untersuchen, doch allein schaffe ich das nicht. Wenn das Spiel zu leise ist, ich habe das jetzt schon mal ein bisschen lauter gestellt, dann sagt ruhig Bescheid, dann stelle ich das noch was lauter, weil ihr sollt natürlich auch verstehen, was die NPCs sagen. Und generell, der Eiskapp-Zirkel in dem Eiskapp-Dungeon waren wir schon drin, da haben wir schon ein paar Hexen gesehen. Also um die geht es jetzt so in etwa. Was die genau machen, das kriegen wir jetzt bestimmt noch raus. Was soll ich tun? Helft mir, den Zirkel ausfindig zu machen und seine eigentlichen Absichten aufzudecken. Zu zweit kommen wir schneller voran und können das volle Ausmaß dieser Bedrohung herausfinden. Das heißt, solange die Magie, die Jorons Zaubermeister mir gegeben haben, die versprochene Wirkung zeigt. Ich werde euch helfen, den Zirkel zu untersuchen. Wo fangen wir an? Trefft mich in Deschan. Die Späher des Galgenkönigs haben Mitglieder des Eiskapp-Zirkels in der Nähe des Schreins des Heiligen Rilms gesichtet. Dort fangen wir an. Was die Magie angeht, darüber erzähle ich euch mehr, sobald uns keine neugierigen Blicke mehr folgen. Tja, wenn ich doch wüsste, was dieser Schrein des Heiligen Rilms ist. Den kenne ich jetzt gerade gar nicht mehr so wirklich. Eiskapp, diese Hexeninsel, um die wir uns gekümmert haben. Was habt ihr über ihr Ritual und ihre Schutzherren herausgefunden? Ach, guckt mal da. Jetzt beziehe ich mich schon auf den Dungeon Run, den ich schon mit ihr gemacht habe. Da ist sie schon mit mir durchgelaufen. Wie cool. Genau, was habt ihr herausgefunden darüber? Nicht viel. Die Zaubermeister von König Jorun studieren noch immer dieses Ritualfragment, das wir entdeckt hatten. Aber es gibt noch nichts Neues über den geheimnisvollen Schutzherrn der Hexen. Bis jetzt deuten die Hinweise lediglich darauf hin, dass sie einen Angriff auf das Festland planen. Cool. Ein Glück war ich in dem Dungeon drin. Dann weiß ich genau, worüber die jetzt redet hier. Aber was für ein Angriff? Wir wissen es nicht genau. Deshalb hat mich Jorun entsandt, um dem nachzugehen. Doch ihr saht die Stürme, die sie über dem Meer der Geister kontrolliert hatten. Stellt euch vor, wie diese Zerstörungsgewalt über einem Dorf oder einer Stadt entfesselt wird. Also, seid ihr bereit zum Aufbruch oder braucht ihr noch Vorbereitungszeit? Eine gute Frage. Erzählt mir von unserem Aufbruch mehr über die Magie, die Jorun Zaubermeister bereitgestellt haben, oder ich bin bereit, zum Treffpunkt zu gehen. Ich glaube, wir machen mal eine Schnellreise, oder? Oder soll sie uns erzählen, was das für eine Magie ist? Ach komm, wir machen mal eine schnelle Reise. Jetzt möchte ich nicht gleich schon wieder nach Deschan selbst reisen. Das kann jetzt mal die Quest machen. Da können wir uns mal eine Info sparen zu den Zaubern. Das wird sie uns ja jetzt gleich schon erklären, was das für Zauber sind. Wie sieht das eigentlich mit euch aus? Seid ihr alle Max-Champion-Level? Habt ihr immer nur gespielt bis zum End-Champion-Level? Oder spielt ihr mehrere Charakter, damit ihr Champion-Level zusammensammelt? Das kann man dann ja auch, wenn die 50 sind, kriegt man ja wieder Punkte für alle Charakter. Also habt ihr 10 Charakter gemacht, um Champion-Level Max zu kriegen? Oder habt ihr das mit einem gemacht? Oder habt ihr das überhaupt? Ich hab's nicht. So, Lyris, wie geht's weiter? Wir sind schon bei Deschan. Das ist der Ort. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich wüsste, was Rake-Hexen hier wollen, aber die Späher des Galgenkönigs haben mich bislang noch nie auf eine falsche Fährte geschickt. Lasst uns herausfinden, ob sich die Reise hierher gelohnt hat. Ja, und was habt ihr eigentlich so getrieben, seit wir Molag Bal besiegt haben? Wir haben Molag Bal besiegt und die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Doch das Reich, das ich kannte, war tot und vergessen. Es gab nichts mehr, was ich für Waren oder Cyrodiil hätte tun können. Aber Himmelsrand gab es noch. Also kehrte ich heim. Ah, die kommt aus Skyrim. Cool. Was habt ihr da gemacht? Was immer ich kann. Reisen. Mich um Widrigkeiten kümmern, sobald ich auf sie stoße. Meine Axt hatte viel zu tun, so viel steht fest. Größtenteils habe ich Jorun, dem Skaldenkönig, geholfen, indem ich einen Blick auf heikle Dinge werfe. So wie das hier mit dem Eiskapp-Zirkel. Hä? Das ist nicht schlecht. Sie passt also schön auf. Werdet ihr mir jetzt von der Magie erzählen, die König Jorun Zaubermeister bereitgestellt haben? Dazu wollte ich gerade kommen. Ich habe in Eiskapp 2 der Medaillons aufgesammelt, die die Hexen trugen, damit die Zaubermeister des Galgenkönigs sie näher untersuchen können. Die Zaubermeister stellten fest, dass der Schmuck von Magie durchdrungen war. Doch sie konnten nicht sagen, welchem Zweck diese dient. Jo, und wie soll uns das helfen? Die Zaubermeister des Galgenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Jeder von uns kriegt eines. Hier,
Sie sollen uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskapp-Magie. Wirbelt es durch die Luft und seht selbst, was dann geschieht. Okay, mit dem Medaillon herumwedeln. Ja, wenn ihr das so sagt. Seht mich nicht so an. Nord sind nicht gerade dafür bekannt, tolle Magier zu sein. Es ist sehr gut möglich, dass das, was die Zaubermeister des Skaldenkönigs versucht haben, nicht klappt. Oder das Ding könnte explodieren. Haltet das Medaillon hoch und seht, ob es funktioniert. Explodieren wäre jetzt nicht so cool. Was sollen wir von diesem Medaillon erwarten? Die Zaubermeister des Skaldenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Er sollte uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskapp-Magie. Wirbelt es durch die Luft und sieht selbst, was dann geschieht. Gut, fangen wir einfach mal an. Wirbeln wir mal rum mit dem Ding. Es hat geklappt. Folgt diesem Pfad. Ich nehme den anderen. Okay. Ja, ich würde sagen, da leuchtet eindeutig etwas. Dann mal schauen, wo es hinführt. Also bis jetzt war ja hier in Deshan nie sowas Besonderes. Das war ja immer nur die Hauptstadt. Aber jetzt scheint hier irgendwas passiert zu sein. Ja, hier sind wir schon mal richtig. Da leuchtet noch mehr. Oh, hier liegen Leichen rum. Verkohlte Leichen sogar. Und eine versenkte Notiz. Die meisten Worte auf diesem Blatt Papier wurden durch das, was auch immer die Leichen in Brand gesteckt hat, unleserlich gemacht. Doch eine gewinnbringende Gelegenheit ist noch lesbar. Okay. Etwas gefunden? Ja, ein Brief. Und? Habt ihr etwas gefunden, was uns helfen wird, den Eiskapp-Zirkel ausfindig zu machen? Das Medaillon führte mich zu diesen verbrannten Leichen und bei einer fand ich diese Notiz. Ich wurde an einen ähnlichen Ort geführt. Verdammte Hexen. Ganz gleich, welches Spiel der Eiskapp-Zirkel auch spielt. Wir müssen ihm ein Ende machen. Vorzugsweise mit zahlreichen Heben meiner Axt. Lasst mich einmal diese Notiz sehen, die ihr gefunden habt. Tja, die einzigen Worte, die ich entziffern konnte, waren eine gewinnbringende Gelegenheit. Ach, nun, das ist keine Hilfe. Zum Glück haben Jorons Späher in ihrem letzten Bericht ein paar interessante Orte genannt. Lasst sie mich auf eurer Karte markieren. Setzt das Medaillon ein, sobald ihr einen dieser Orte erreicht und findet heraus, wohin euch die Magie führt. Ich schließe dann zu euch auf. Gut, dann werde ich sehen, was ich an diesen Orten finden kann. Erst Eisstürme, jetzt Feuer. Bleibt auf der Hut. Der Zirkel zögert nicht, jeden zu töten, der ihm zu nahe kommt. Okay, schauen wir mal, wo wir gleich landen. Und jetzt ist es so, also ihr seht, die ersten Schritte haben wir schon mal. Irgendwas ist hier los. Und jetzt muss ich mal gucken, wo sind erstens die Orte und zweitens bin ich mal gespannt, ob noch einer in dieses Dungeon geht, in das unheilige Grab. Warteschlange läuft. Ich brotte einfach mal für die paar Gold da hinten hin. So ein kleiner Punkt auf der Karte, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Und Feier ist auch da. Guten Abend. Hallo, schön, dass du da bist. Und Rosenrot, auch hallo, spiele Xbox mehrere Charakter, Level 600, zurzeit baue ich 2 Geld-Chars hoch, die später mich zum Millionär machen sollen. Okay, was sind Geld-Chars? Wie willst du denn damit Millionär werden? Also Goldmillionär oder Euro-Millionär? Das ist ja die erste Frage. Und zweitens, was machen die denn dann? Wie machen die denn Geld, wenn sie im Spiel Geld machen? Dann, das muss man mal verraten. Und Fire, war das nicht Fire 2 oder so? Hieß das nicht mal alles anders bei dir? Aber der Name kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Letztes Jahr hast du oft zugeguckt. Das weiß ich noch. So, jetzt sind wir auch schon ganz nah an dem Punkt, der markiert ist. Ja, die hier sind noch die ganz normalen Gegner, die schon immer hier waren. Ach, endlich mal wieder EP machen, oder? Das ist doch mal der Hammer. Ich muss ja sagen, kleine Glühwürmchen finde ich irgendwie zu unauffällig, was mich die ganze Zeit begleitet. Da dieses kleine Teil hier, das ist gerade mein Pet da, dieses Glühwürmchen. Aber das finde ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Und den Schatzsucher mag ich auch nicht mehr so, weil der immer weiter so steht mit der Fackel und immer weiter sich bückt und irgendwas sucht. Ich muss jetzt gerade mal hier so ein bisschen was ändern.
Und zwar erstmal nehmen wir mal ein cooles Pet. Irgendwas, was nicht jeder hat. So. Teilnahme an der Beta von Elder Scrolls. Jetzt nehmen wir erstmal einen Affen. Passt ja gut zu mir. So, dann tun wir mal die Persönlichkeit verändern. Nämlich mal wieder ein bisschen hier magiermäßig. So, das passt schon viel besser. Und das Kostüm war auch cool in der Zeit, wo ich Mortal Kombat gespielt habe, aber jetzt nicht mehr. So. Und so sieht es doch schon viel cooler aus. Ja, ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal sowas rum. Das ist mein Wappenrock von meiner Gilde. Ha, das sieht gar nicht so übel aus. So, jetzt sehe ich endlich mal wieder wie Krieger aus und nicht wie so irgend so ein Bauer. So, und ja, Fire hat es auch jetzt bestellt, die gleiche Namensänderung. Und ich streame vielleicht, wenn ich heute schnell durch die Prolog-Quest komme, auch vom Testserver. Ansonsten auf jeden Fall nächsten Dienstag. Ich werde jetzt wieder regelmäßig Elder Scrolls spielen. Ah, ich muss schon das Medaillon benutzen. Moment. Weil jetzt ist ja die Prolog-Quest drin. Auf dem PTS ist jetzt schon Greymoor. Also wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, uns Greymoor genau anzugucken. Ein paar Quests nebenbei zu machen und auch mal zu gucken, was es da jetzt so Neues gibt. Wie das Gebiet aussieht. Wie die neuen Anker aussehen oder Geysire oder wie auch immer sie da jetzt heißen. Das gucken wir uns natürlich dann alles mal in Ruhe an. Die Errungenschaften, was da alles so zu tun ist. So, jetzt müssen wir nur mal hier gucken. Wo sind denn jetzt? Ah, da oben müssen wir hin. Genau. Und ich habe natürlich schon gepatcht, also ich war gestern auch schon kurz drauf. Sieht auf jeden Fall alles ein bisschen anders aus. Der Einlog-Bildschirm sieht anders aus. Die Charakterauswahl sieht ein bisschen anders aus. Es gibt ein neues Tutorial, das werde ich dort natürlich dann spielen. Weil das Tutorial brauche ich dann ja nicht auf dem Live-Server zu spielen, weil da werde ich mir jetzt erstmal keinen neuen Charmer machen hier auf dem Live-Server. Das heißt, auf dem PTS werden wir das neue Tutorial mal durchzocken. Und dann gucken wir uns auf dem PTS an, was in Greymoor so los ist. Wenn ich hier die Prolog-Quest durch habe und parallel vielleicht im Heiligen Grab war. Das gehört ja auch zu Greymoor, zu der Geschichte um das dunkle Herz von Skyrim. Und da war ich ja auch noch nicht drin. So, da sind Unholde. Gucken wir uns die mal von nahem an. So, mal anzoomen. Und, was ist das? Ja, Vampire oder Zombies? Was meint ihr? Da war doch was mit Vampiren in der Vorankündigung, oder? Und da liegt ein Grabunhold. Wieder eine blutige Notiz. Dieses Blatt, das von einem sonderbaren Blutunhold stammt, wurde zerknüllt und in Blut getränkt. Die einzigen Worte, die noch lesbar sind, kommt nach. Gewinnbringend und nehmt an einem einfachen Ritual teil. Okay, der ist dann hier hingekommen und wurde bestimmt geopfert. So war das auch bei dem anderen, wie es aussieht. Ja, ich glaube, so langsam weiß man, was hier passiert ist. So, die haben sich anlocken lassen. Durch Gewinnversprechen hier. Ja, was tut man nicht alles bei Corona für ein bisschen Gewinn, ne? Ist ja echt schlimm. Kurzarbeit, ganzes Land, keiner kann mehr vernünftig Geld verdienen. Echt heftig im Moment. So, und was haben wir da vorne? Da müssen wir jetzt irgendwo geradeaus an einen markierten Ort. Die Frage ist jetzt aber, wo? Da. Dann porten wir da auch hin. Ne, 620 Gold ist jetzt doch ein bisschen viel. Reiten wir schnell runter zum Bindeschrein, zum Wegschrein. Dann passt das schon. Also für alle, die auf dem Testserver Greymoor sehen wollen und den Prolog schon kennen, dringend die Glocke bei mir drücken, abonnieren und dann immer darauf achten, wann ich den Stream ankündige, weil dieses Wochenende schaffe ich es nicht. Also am Wochenende habe ich jetzt Besuch, ja, auch in Zeiten von Corona, das ist ein Hausmitglied, von daher ist es so in Ordnung, aber ist halt leider nicht immer hier. Aber deshalb kann ich dieses Wochenende nicht streamen. Und genau, aber nächste Woche kriege ich es hin. Dann passt das schon. Hausmitglied, Haushaltsmitglied, so heißt das Ding, ne? Genau.
so heißt das richtig. So, von daher, nächste Woche Dienstag, denke ich mir, ist es soweit. Dann machen wir Greymoor komplett. Unsicher. So, Port, ich stelle jetzt am besten hin. Ist da auch so eine Markierung? Nee. Welcher ist näher? Der oder der? Was würde da sagen? Jetzt müssten wir ja mal mit Zentimetermaß rangehen und gucken. Wenn ich mit dem da jetzt nicht diese Berge hochkomme, dann ist der da näher. Und wenn ich da jetzt nicht diese Berge langkomme, dann ist der da näher. Ich nehme den. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen. Boah, das ging schnell. So. Und auch hier müssten ja jetzt irgendwie wieder Grabunholde sein. Ah, sieht aber gut aus. Da kommt man auch den Berg hoch. Ja, passt. Alles ist gut. Und jetzt wieder Medaillon benutzen. Nächsten Punkt suchen. Na Teufel, da komme ich. Das ist ja mal wieder. Zwischendurch ein bisschen EP machen. Oh, übrigens EP machen. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Für die, die es auch wieder verpasst haben oder so wie ich nur mal ganz kurz eingeloggt sind. Es gab ja wieder ein Jubiläum. Und in dem Jubiläum gab es dann wieder ein schönes Sammlungsitem. Für die, wie viele Jahre war es? 7 Jahre jetzt, oder? So, zack. Dafür gab es diesen Kuchen hier. Jubiläumskuchen 2020. Und wenn man den isst, so lecker, lecker, Schmecker. So ein bisschen Bluttochter oder so. Passt, glaube ich, gut zum... Ach nee, ist dunkle Beeren, ist ja klar. Passt, glaube ich, ganz gut zum Vampir jetzt im Moment. So. Das müsste das hier sein. Nee, das ist es nicht. ISO-Plus-Mitglied. Gibt es gerade keine Belohnung mehr dafür. Okay, die ist abgelaufen. Vorher gab es so eine Bonusbelohnung dafür. Schade, wollte ich euch jetzt zeigen. Aber den Kuchen habt ihr jetzt wenigstens schon gesehen. Da muss ich jetzt doch wieder, um mehr EP zu kriegen, zack, die Kronenrollen nutzen. Aber das war halt in der Jubiläumswoche oder so. Da konnte man da mehr EP durchkriegen. 100 oder 150% mehr. So. Muss ich jetzt da hochklettern? Oder gehen jetzt richtig? Da geht's weiter. Oh. Fledermäuse. Woher kennen wir das? Genau, Batman. Ihr habt recht. Nein, doch. Die vergiften Vampirräuber haben jetzt hier auf einmal. Nein, sagt bloß, das wird ein Vampir-Add-on. Ja, das wussten wir doch schon. Naja, so haben zuerst die Werwölfe bearbeitet, jetzt die Vampire. Ist ja auch mal ganz nett. Wobei ich ja nie Vampir-Fan war, weil ich bin ja eigentlich Werwolf. So, Bruchstück eines Hexendorns. Ein Splitter, der von einem zerschlagenen Ritualgegenstand abgebrochen ist, er sendet dieselbe Magie aus wie jene, die vom Eiskapzirkel verwendet wird. Aha. So, und Lyris hat mich gefunden. Ich habe mich hier oben so gut versteckt. Nicht zu beten? Das wird nicht reichen, um Lyris Titankind zu Fall zu bringen. Boah, die ist aber laut, dass man die so weit hört. Missgeburt, sagt die. Tze. Frech, frech. Oh, sie hat aufgeräumt. Lyris hat ihre Axt sprechen lassen. Nichts bringt das Blut besser in Wallung als eine kleine Schlacht. Aber ich bin überrascht, dass wir uns keinem größeren Widerstand gegenüber sahen. Der Zirkel muss beschäftigt sein. Ein Kampf gegen Vampire hatte ich allerdings nicht erwartet. Habt ihr etwas Spannendes an den Orten gefunden, die ich auf eurer Karte markiert hatte? Ich habe bei einem seltsamen Blutunhold eine weitere Notiz gefunden. Ein Blutunhold? Denen läuft man in diesem Teil der Welt für gewöhnlich nicht über den Weg. Lasst mich die Notiz einmal sehen. Da ist schon wieder dieses Wort gewinnbringend. Und was ist das von wegen einem einfachen Ritual? Hört sich für mich nach Umtrieben des Zirkels an. Habt ihr sonst noch etwas zu berichten?
Ich habe noch diesen Teil hier, diesen Ritualgegenstand gefunden. Mir gefällt nicht, wie das aussieht. Es fühlt sich falsch an. Die Zaubermeister des Galgenkönigs werden das untersuchen wollen. In der Zwischenzeit müssen wir herausfinden, was der Zirkel vorhat. Wie fügen sich Rituale, Vampire und Blutunholde in seinen Plan ein? Tja, irgendeine Idee, wo wir als nächstes hingehen? Da wäre nur diese eine Sache. Eine Notiz von einem Händler namens Gohard Eisenwanst. Die habe ich bei diesen Vampiren gefunden. Eisenwanst liefert offenbar etwas, was der Zirkel braucht. Aber die Notiz nennt keine Einzelheiten. Da steht, dass wir ihn in einem Gasthaus in Riften finden. Im verdorrten Baum. Tja, dann würde ich doch einfach mal sagen, ich bin bereit, nach Riften aufzubrechen. Auf mit einer Schnellreise. Wir warten jetzt nicht zu lange. Zack, und es geht nach Riften. Aber noch eine Frage an Rosenrot. Auf der Xbox spielst du. Das ist ja mal was. Das hört man selten. Und sieht die Grafik da besser oder genauso aus wie hier jetzt auf dem PC? Du siehst ja jetzt den Stream. Ich habe versucht eigentlich die Qualität gut rüberzubringen vom Spiel. Sieht man da auf der Xbox Unterschiede? Oder würdest du sagen, gleiche Grafik? In der Notiz stand, Eisenwanst wäre im Gasthaus zum verdorrten Baum. Hier lang. Gut, dann gehe ich mal hinterher. Sobald wir Eisenwanst erspähen, folgen wir ihm mit einigem Abstand, bis er uns zum Zirkel führt. Ah, das ist eine gute Idee. Oh, hier war ich auch lange nicht mehr in Riften. Hier soll irgendwo ein Zirkel sein. Okay. Ich kenne hier nur die ganzen Flüsse da unten. Diese Kanäle. Bisschen wie Venedig. Hier ist es. Gehen wir hinein und planen unser weiteres Vorgehen. In Venedig ist jetzt das Wasser wohl so sauber, dass man Fische und wieder Quallen sieht, irgendwo in den Kanälen, was vorher gar nicht möglich war, weil da immer die Gondolieros langfahren und so. Sehr lustig. Auf einmal ist wieder alles viel sauberer. Man kann irgendwie irgendeinen Berg sehen von ganz weit weg, irgendwie in Japan oder in China, den man nicht mehr sehen konnte wegen dem ganzen Smog und so. Also voll lustig. Also hat was für sich, Corona, zu Hause bleiben. Sind wir jetzt hier richtig? Wo ist er denn? Die Notiz von Eisenwanz deutete an, dass er sich mit dem Zirkel treffen wird, sobald er irgendein Geschäft in diesem Gasthaus erledigt hat. Tut nichts, was ihn alarmieren könnte, sobald er hier eintrifft. Der Händler soll vollkommen entspannt sein, wenn er zu dem Treffen mit den Hexen aufbricht. Oh Mann, schon wieder eine Schleichanlage. Das wird ja wieder was bei mir. Ich als Tollpatsch werde bestimmt wieder irgendwie Krach machen. Was soll ich tun, sobald er hier eintrifft? Schlendert einfach ein bisschen herum und versucht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ehrlich gesagt ist mir der direkte Ansatz eigentlich lieber, aber wir müssen hier vorsichtig vorgehen. Wenn er geht, kann er uns geradewegs zum Zirkel führen. Alles klar, ich halte mich zurück und komme niemandem in die Quere. Jetzt warten wir mal hier. Ich guck mal so ein bisschen ins Feuer rein. Ah, gute Echse, ich nehme einen Humpen eures feinsten Ales. Und was haben wir hier? Ihr seid eine propere Maid. Darf der alte Eisenwanst euch einen ausgeben? Was sagt ihr? Nein, kein Interesse. Kein Interesse? Gohard Eisenwanst gibt sich nie mit einem Nein zufrieden. Verschwindet, kleiner Mann, bevor ich euch zerbreche. Ich bitte um Entschuldigung. Die Dinge werden anders laufen, sobald diese Hexe ihr Versprechen einhält. Okay, jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig hinterher. Vorsichtig. Die Lyris, die hat ihm auf jeden Fall hier ein paar Widerworte gegeben. Die lässt es nicht so einfach mit sich geschehen. So. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als könnte der uns überhaupt entdecken. Versteck mich trotzdem mal hier so hinter der Mauer. Keine Almosen heute! Verschwindet! Doch, er guckt. Er guckt. Er hat mich gesehen. Oder sieht er mich doch nicht? Ich verstecke mich mal hier. Okay, weiter geht's. Ich könnte ja auch so machen, ne? Oh.
Aber ich glaube, das ist nicht so eine Schleichanlage wie bei der Diebesgilde, dass man dann irgendwie gesehen wird oder nicht von den Wachen. Noch hat er uns nicht entdeckt. Spannung pur. Wo geht er hin? Was macht er da? Da sind so viele Spieler, der wird die ganze Zeit entdeckt, würde ich sagen. Aha. Unterriften. Ein Rattenweg. Ganz gleich wie oft der Jarl die Kanalisation unter Riften verschließen lässt, es gibt immer irgendwelche Diebe oder Tunichtgute, die den sogenannten Rattenweg weiter als Zuflucht und Versteck nutzen. Das ist wie bei uns im Wald. Bei uns im Wald ist irgendwie so eine Crossbahn für Mountainbikes. Und die bauen die immer wieder um oder packen immer wieder irgendwelche Balken und Bäume auf die Wege, aber trotzdem die ganzen Kids, die bauen sich immer wieder einen neuen Weg drumherum. Damit man immer wieder auf die Crossbank kann. Das ist schon lustig mit den. Ja. Mit der Jugend. Das funktioniert immer. Wer einer Ratte folgt, landet in der Kanalisation. Ja, genau. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Warum muss es in der Kanalisation eigentlich immer so stinken? Wenn wir Eisenwanst finden, schlage ich ihm den Kopf dafür ein, dass er uns hier runtergezerrt hat. Man wird meine Rüstung ja nie mit einem Bett aus Rosen verwechseln. Aber dieser Duft hier harrt so hartnäckig an einem aus wie Tane Jeggi in der Methalle. Tane Jeggi hängt also nur in der Methalle rum, das gibt's gar nicht. Tja, warum muss es in der Kanalisation so stinken? Will die Leute vielleicht nicht die ganze Zeit Parfüm in die Toilette schütten? Vielleicht daran liegt's? Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Ihr seid Eisenwanst gefolgt, ich bin euch gefolgt. Kommt, finden wir diesen schleimigen Händler und sehen wir nach, was er dort unten treibt. Meint ihr, er trifft sich dort unten mit dem Eiskappzirkel? Diebe und Mörder sind nicht der einzige Abschaum, der den Rattenweg bevölkert. Der örtliche Jarl versiegelt immer wieder die Eingänge, doch die bleiben nie lange zu. Dieser Ort würde den perfekten Unterschlupf für den Zirkel abgeben. Achtet dort unten darauf, wo ihr hintretet. Und versucht, nicht in irgendwelche Fallen hineinzustolpern. Jo, das ist immer wichtig, in der Kanalisation nicht falsch zu treten. Das sehe ich genauso. Ja, soweit ich das irgendwie noch weiß, gab es das auch bei Skyrim. Oh. Nein, verdammt! Hinterlistiger Bastard! Oh, die Spieler sind gerade so durchgekommen. Das Tor hat sich geschlossen. Wartet nicht auf mich. Findet Eisenwanst! Sie hat es nicht geschafft. Lyris hat es nicht geschafft, aber die anderen Spieler sind zum Glück durchgekommen, die können uns mithelfen. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt hier. So, ich lasse die mal arbeiten. Naja, gut, ich kann ja auch mal mit draufhauen. Aber soweit ich weiß, war unter Riften auch in Elder Scrolls Skyrim was zu finden. Aber es ist schon so lange her. Ich spiele ja mittlerweile schon die DLCs. Kann ich euch also nicht mehr genau sagen. Muss ich einfach mal zwischendurch nochmal Skyrim streamen und dann mal einfach vorbeischauen. Wo müssen wir eigentlich lang? Jetzt hier nach da unten und dann da lang oder mehr so? Ne, da kamen wir. Ich weiß es nicht. Kann man denn runterspringen? Wäre ja dann eine Abkürzung. Ne, kann man nicht. Doch, kann man wohl.